MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zu City Car Driving. Heute fahren wir nicht die Kampagne, sondern Freifahrt, und ich habe was Neues installiert. Hört sich ja erstmal interessant an. Ich hoffe, dass es lädt. Ja, so. Und zwar habe ich was Lustiges installiert. Ich weiß nicht, wo der ist. Jetzt müssen wir mal kurz durchblättern. Da ist er. Der BA3 2108 Kopu, keine Ahnung. Leistung nicht erkannt. Geschwindigkeit nicht erkannt. Manuelles Schaltgetriebe, 5 Gang in Rot. Ich würde sagen, Altstadt, modernes Viertel, Parkplatz, damit wir uns in Ruhe mal angucken können. Verkehr machen wir mal 50% und dann schauen wir mal, was das Ding so drauf hat. Es sieht so cool aus. Ich kann es gar nicht zuordnen. Ich weiß nicht, wo ich es hinpacken soll, das Auto. Also es ist sehr, ja, anders. Anders würde ich sagen, ja, doch. Anders könnte man dieses Fahrzeug definitiv nennen. Deshalb bin ich mal gespannt. Loading. Das G27 lässt langsam nach. Ich glaube, wir haben es zu überstrapaziert. Weil wenn man es nach rechts dreht, dann... Hoppala. Die Lenkung hat schon geladen. Dann wird es ein bisschen härter. So. Da ist unser wunderschönes Auto. Das sieht mal richtig übel aus. Ich sehe einen Biturbo. Offener Luftfilter. Okay, im Gesamten eh offen. Alle Achtung, Leute. Guckt euch die Reifen an. Was ist denn das für ein Auto? Na, wir machen es einfach mal an und staunen wahrscheinlich. Ja, zum InDesign kann man nicht viel sagen. Es ist anscheinend so eine Art Rallye-Auto, würde ich schon sagen. Doch, ich würde es als Rallye-Auto einstufen. Oh. Es ist auf jeden Fall nicht gerade... leise. Es beschleunigt aber sehr schnell. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und die Bremse zieht direkt an, also... Es wird bestimmt eine sehr, 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 sehr lustige Fahrt werden. Also, das Auto habe ich auch noch nie gesehen. Coole Sache. Leute, der Motorraum. Guckt euch das mal bitte an. Wahnsinn. Schade, dass das Ganze nicht animiert ist. Nein, man kann auch nicht alles haben, ne? Von daher, mit dem Leben, was man geboten bekommt. Oh. Das war der Fehler gerade. Klick, 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 klick. Oh. Oh, wir sind einfach geradeaus gerutscht. Ja, dann gehen wir mal Vollgas. Los geht's.
Okay, jetzt packt er. Oh, ganz schlechte Lenkung haben wir hier. Wow. Also die Lenkung ist nicht so ideal. Es kann aber auch daran liegen, dass die Reifen dazu neigen, auch bei höheren Geschwindigkeiten einfach durchzudrehen. Ja, ja, gut. Das ist lustig. Moment. Das würde ich jetzt gerne mal testen. Mit 0% Verkehr. So. Wir gehen mal ganz kurz auf die Autobahn und schauen dann mal nach, wie sich das Fahrzeug wirklich bewegen lässt. Ob sich das überhaupt ordentlich bewegen lässt, weil bis jetzt habe ich die Vermutung, dass es nicht funktioniert. Bin mir aber auch nicht sicher, zu 100% sicher, ob meine Vermutung richtig ist. Aber das sehen wir jetzt gleich. Wie wir gerade gesehen haben, ich gebe mal leicht Gas. Okay, wenn der Gang einmal drin ist, geht's. Also der ist schon auf Drifting ausgelegt und vielleicht ist das das erste Auto im City Car Driving, mit dem ich im Drift klarkomme. Oh nein, der Drift wäre schön geworden, wenn die scheiß Laterne nicht da gewesen wäre. Okay, wir probieren es einfach bei der nächsten Kurve nochmal. Wahnsinn, also der erste, zweite, dritte ist unfahrbar. Oh weia, das ist ein Drift. Das war ein Drift. Oh mein Gott, Leute. Das ist Dauerquerfahren. Oh fuck. Komm, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. So, unter Kontrolle bringen. Sehr gut. So, Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Oh mein Gott, Leute, das ist unkontrollierbar. Spitzengeschwindigkeit 233 km/h. Das ist unfassbar. Vor allen Dingen, wie schnell er diese 233 km/h erreicht, Leute. Ich zeige euch das nochmal, ja? So, Moment. Also aufgepasst. Oh, sehr schön. Oh, fuck. Ja, ja, sehr gut. Ja, es ist nicht einfach. Fuck, 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 fuck. Gut gegangen. Also die Reifen sind kacke, die drauf sind. Alle Achtung, Leute. Was ein bestialisches Biest. Aber es ist cool zu fahren, definitiv. Es ist so lustig zu fahren. Das ist der Hammer.
Das ist Drifting pur, die ganze Zeit. Das, was man mit dem Auto macht, ist Driften. Ich zeig euch nochmal. Kurvenausfahrt, ja? Achtung. Das ist wirklich... Ich tippe hier das Gas ja nur an. Dann kommt das Heck. Das ist so cool gemacht. Es ist schon perfektes Querfahren mit dem Auto möglich, Leute. Das ist so geil. Ah, schade. Also, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Ne? Also, ich bin da gerade aktuell nicht abgeneigt von, das Ding öfters zu fahren. Es ist so cool. Oh nein, schade. Schade. So. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Auto. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut!